Hallo zusammen, hallo liebe Weltenentdecker und ich grüße auch die Survival-Experten hier zum Neustart im Neustart Subnautica Below Zero. Ich habe mir jetzt zur Aufgabe gemacht, die ersten Folgen habe ich euch im Vanilla präsentiert und wir sind ein bisschen eingetaucht ins Spiel. Erstens habe ich so ein bisschen die Story vergessen zu erwähnen, weil das ist ja eine super Story, was uns hier in das Spiel führt. Und zweitens habe ich die Mods für dieses Spiel entdeckt. Und zwar habe ich jetzt ein paar Mods hier eingebaut, aber das gibt mir hoffentlich die Möglichkeit, mit euch zusammen dieses Spiel nochmal neu zu entdecken. Ich werde da einige Mods ausprobieren, werde dann in diesen Gameplay-Folgen mal darauf eingehen. Aber das ist für mich der Anlass, um das nochmal neu zu starten, weil es gibt schon einige Mods vorneweg, die sich hier schon aktivieren, die wir vielleicht schon im früheren Spielverlauf bauen dürfen. Und es gibt schon andere Mods, die sich dann im Laufe dieser Kampagne bzw. im Laufe dieser Story dann erst ihr volles Potenzial entfalten. Es gibt dann mehrere Möglichkeiten, neue Erze zu entdecken. Es gibt dann mehrere Möglichkeiten, auch die Erzvorkommen anders zu markieren. Ich freue mich da riesig drauf. Es gibt verschiedene Module, die wir in unseren Krebs einbauen dürfen, beziehungsweise in unsere Seebahn. Was genau ein Krebs ist, kann ich ja euch noch nicht so hundertprozentig sagen. Die Seebahn hat man ja schon gebaut in einer der letzten Gameplay-Folgen. Da freue ich mich auch riesig drauf, das Ding wieder zu basteln. Ja, und dann schauen wir uns mal ganz in Ruhe an. Wie gesagt, wir gehen jetzt mal rüber und zwar habe ich noch einen anderen Bildschirm für euch vorbereitet. Und zwar ist das jetzt Subnautica Below Zero und Modifications. Dabei ganz, ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich riesig, dass ihr alle mit dabei seid und dass ihr alle mit reinschaut. Ich habe das Spiel ganz, ganz viel privat gezockt über die Feiertage. Ich sag mal, dieses Spiel kann man auch auf einem Rechner spielen, der nicht so high-end ist. Und ja, also mein Streaming-Rechner dafür ist ja ideal. Den kann ich ja, der ist portabel, den kann ich überall mit hinnehmen. Und damit habe ich über die Feiertage so ein bisschen Subnautica Below Zero gezockt. Und da bin ich auf diese Mods drauf gekommen. Und deshalb habe ich mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, ich möchte das heute mit euch nochmal starten. Ich möchte es heute mit euch nochmal ausprobieren. Was hat das alles zu bieten? Beziehungsweise, ich habe euch ja schon ein paar Mods angeteasert, aber ich werde dazwischen euch immer mal ein bisschen was ausprobieren, ein bisschen was zeigen. Wenn ihr diese Folgen feiert, beziehungsweise auch die Modification, und ich soll euch die ein oder andere Mod nochmal im Speziellen gerne vorstellen, dann haut das bitte gerne in die Kommentare, denkt dran, bitte Channel abonnieren und auch die Glocke aktivieren, so verpasst ihr auch nicht die folgenden Mod-Vorstellungen, beziehungsweise wenn ihr Bock habt, auch den einen oder anderen Guide, da habe ich auch schon ein ganz kleines bisschen für euch vorbereitet, weil das ist ja übel, was man hier alles finden, erforschen und erkunden und bauen kann. Jetzt gehen wir hier mal rein und das ist ja hier der offizielle Startbildschirm. Man sieht hier nirgendwo, dass man hier die Modifications aktiviert hat, außer folgendem. Möchte ich euch gerne zeigen. Geht man in die Einstellung und dann klickt hier unten Mods an. Übrigens, wenn ihr auch wissen wollt, wie man hier direkt Mods installiert in dieses Spiel, haut das gerne in die Kommentare rein. Kein Problem, dann mache ich da dafür auch noch eine extra kleine Folge. Wie installiere ich Mods für Subnautica Below Zero? Na, das ist alles kein Problem, aber bitte abonnieren nicht vergessen. So, jetzt gehen wir mal zurück und jetzt seht ihr mal in diesen Modifications, ne, was es da alles gibt. Den Q-Mod Manager, Nautilus, da kann man gerade nennen, mit ganz vielen Debugs bisschen experimentieren. Hier hat man sogenanntes Terraforming, hier hat man den SML-Helper, den braucht man ganz, ganz dringend zu den Modification. Und hier hat man zum Beispiel hier noch den Attitude Indicator. Zeige ich euch dann alles im Laufe des Spieles. So viel gibt es hier noch nicht einzustellen. Einige Modifications sind dann einfach so im Spiel integriert. Die lassen sich auch nicht ändern. Ist halt nochmal so, muss man wahrscheinlich draußen tun. Aber ja, darum soll es jetzt nicht gehen. Wir gehen jetzt hier rein und starten jetzt hier zusammen ein neues Spiel. Na, das heißt, überlebe alleine, während du den Tod deiner Schwester untersuchst. Genau, das ist ja die Story hier. Und wir möchten uns dieses Mal nicht nur den Mods widmen, sondern wirklich auch Story Mode. Das heißt, wir möchten alles im PDA durchlesen, mit allem drum und dran. Ich möchte das wirklich mit euch genießen, dieses Spiel, weil das ist also eins der, ich sag mal, Ende Dezember 23, eins der besten Spiele, die ich dieses Jahr im Thema Survival überleben spielen durfte. Der absolute Wahnsinn. Dafür nochmal vielen, vielen Dank an meine Community, dass die mir das nochmal vorgeschlagen haben. Und das möchte ich mit euch wirklich genießen. Das wird uns im ersten Quartal 24 auch noch begleiten. Vielleicht auch darüber hinaus. Müssen wir mal gucken. Livestream würde ich das auch gerne nochmal. Aber schauen wir mal. Überleben, ne? Freies Spiel wie Überleben, aber ohne Hunger und ohne Durst ist jetzt nicht so mein Fall. Hier zum Beispiel Hardcore, Überlebensmodus mit nur einem Leben.
keine Sauerstoffwarnung. Das ist sehr, sehr böse. Wie gesagt, das ist ein Überlebensmodus mit nur einem einzigen Leben. Passt da bitte auf, wenn er das spielt, das ist so ein Iron Man-Modus. Wenn er den aktiviert, ne, dann habt ihr genau, dann werdet ihr sterben, wenn ihr nicht aufpasst. Kreativ, baue alles ohne Einschränkung, Sauerstoff, Nahrung, Geschichte und Tod sind deaktiviert. Und hier unten, passe deine Spielparameter an. Achtung, Errungenschaften und Erfolge werden dadurch aktiviert oder deaktiviert. Und schaut mal, was wir hier alles anwählen dürfen mit allem drum und dran. Naja, kann man zum Beispiel die Tageslängen einstellen. Das sind hier die Minuten. Also dann habt ihr 15 Minuten für einen Tag und für eine Nacht 5 Minuten. Schlechtwettermultiplikator, Schadensanzeigen, Spawnmodifikator, ne, feindliche Kreaturen und so weiter und so fort. Also sehr, sehr viel Stuff, was man hier anwählen kann. Anfängliches Ausrüstungspaket. Zu Beginn hast du ein Messer, die Taschenlampe, den Scanner, den Seegleiter, Konstruktionswerkzeug, die Schubkanone, mobile Fahrzeugstation und die Schwimmflosse. Also absoluter Hammer, was man hier schon am Anfang einwählen kann. Endgültiger Tod zulassen. Der Tod ist endgültig. Wenn du stirbst, wird dein Spielstand komplett gelöscht. Also ich sag mal, wenn wir auch hier so einen Ironman-Modus starten wollen, schreibt es bitte in die Kommentare. Alles kein Problem. So, dann gibt es ja die vegetarische Ernährung. Der Spieler kann sich nicht von Tieren ernähren. Der muss dann reinweg von Pflanzen essen. Hunger, Durst, ne, Körper, Raumabfall, Sauerstoffverbrauch und so weiter und so fort. Unterwasserbasen müssen verstärkt werden. Also so, so viele Sachen. Ich würde erst mal sagen, wir gehen zurück. Und wir werden hier wie immer den Überlebensmodus starten. Also hier ist alles drin. Essen, Trinken, Gesundheit, Sauerstoff, Temperatur und so weiter und so fort. Und das wählen wir an. Und jetzt, meine Lieben, starten wir ein neues Spiel. Ich hoffe mal, dass ich hier relativ richtig sitze. Ich glaube, man muss noch ein ganz kleines Stück nach rechts. Das sehen wir gleich. Wir werden erstmal gucken, dass wir hier zumindest erstmal landen. Na, wir müssen ja wieder aus unserem Mutterschiff oben raus. Weiter mit beliebiger Taste. This is the farthest I can take you on company space bucks, Robin. You sure you want this? The research is in everything. It is to me. And Sam. I need to know what happened. The meteor storm. I can use it for cover from Altera's eyes. Gonna miss you, Robin. I'll find my way back. Unknown Worlds Entertainment presents. Approaching 4546 speed. Surface temperature is up. Drop pod deployed. Deckung. Wir sind draußen. Lauf! So, und damit ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier. Genau. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Das Ding ist in die Luft geflogen hier. Und hier kommt unsere Landekapsel runter. Das ist dann erst einmal unsere erste Base. Hier seht ihr diese ganzen Meteoriten, die hier einschlagen. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen ganz entspannt los. Ich habe es doch gesagt, dass ich ein ganz kleines bisschen hier noch nicht richtig sitze. Ich würde mal sagen, wir gehen hierher und dann schauen wir mal, was hier erst einmal hier dieser, wie soll ich das sagen, diese erste kleine Location hier für uns bereithält. Guck mal, was wir hier alles so finden. Hier finden wir eine Flasche. Gehen wir mal rein. Überleben. Sehr schön. Öffne und schließe den PDA mit Tab. Überlebenshandbuch für die Arktis. Ne? Überlebenshandbuch an Land. Jetzt schauen wir uns mal in Ruhe an. Ich hoffe, dass der Sauerstoff hier nicht ausgeht. Abenteurern, die bei kaltem Wetter das Festland erforschen, wird empfohlen, zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Ganz, ganz wichtig. Starke Winde können zu einer schnellen Unterkühlung führen.
Halten Sie Ausschau nach natürlichen Unterständen oder schützenden heißen Quellen. Es gibt auch solche Pflanzen hier in dem Spiel, was ja direkt in den Höhlen zum Beispiel vorkommt. Die haben auch so einen eigenen kleinen Wärmepuffer und die können wir dann nutzen, um uns zumindest auch mal wieder aufzuwärmen. Die sind eigentlich wie ein Lagerfeuer, nur halt, dass die an Wänden wachsen, sage ich mal. Ne? Wenn Sie einen Standard-US-Anzug tragen, können Gewässer Schutz vor extremer Kälte bieten. Haben wir an, kein Problem. Es werden unerwartete Umwege auf Sie zukommen. Sie können nie wissen, wie lange Sie unterwegs sind. Denken Sie bitte daran, Verpflegung einzupacken und wenn möglich ein heißes Getränk. Ja, wir können uns auch hier Kaffee herstellen. Gucken wir weiter, wir können es nicht genug betonen. Bitte ziehen Sie sich warm an. Die Investition in einen guten Thermoanzug wird sich in Form von Wärme und Sicherheit bezahlt machen. Denken Sie bitte daran, im Zweifelsfall nicht rausgehen. Das heißt ja zum Beispiel, das Wasser nicht verlassen. Na, als Beispiel, das ist ja Subnautica, das heißt, es befindet, ich sag mal, 90% des Spieles findet sowieso unter Wasser statt, beziehungsweise in diesem wunderschönen Biom Wasser. Und ich sag mal, das sollte man dann auch, wenn zum Beispiel diese großen Meteoriten kommen hier oder so, das ist wirklich ganz, ganz schlimmes Wetter, nicht rausgehen. Ganz wichtig. Bei der Ankunft, willkommen im Abenteuermodus, Xenowirker. Sie befinden sich in einem arktischen Klima. Ihre große Expedition beginnt ab jetzt. Ihr Xenowirks PDA überwacht Ihre Körpertemperatur und Lebenszeichen. Seht ihr hier unten hinter mir? Ne, auf der Seite sind diese ganzen Skalas wieder angezeichnet. Wir haben die Gesundheit, also die, ne, das ist rot markiert mit 100. Wir haben Essen und Trinken, 49, 89. Wir haben dann auf der rechten Seite auch mit 45. Das ist, glaube ich, der Sauerstoffanteil, den wir hier haben. Und mit 67, das ist, glaube ich, die Temperatur. Irgendso wie war das, weil wir unterkühlen dann ganz leicht, je länger wir uns hier aufhalten. Ihr Xenowirts PDA überwacht Ihre Körpertemperatur und Lebenszeichen. Da Sie das Überlebenshandbuch für die Arktis heruntergeladen haben, wird er von Zeit zu Zeit auch Ratschläge geben. Ihr Gerät zeichnet auch Ihre Beobachtungen und Erkenntnisse auf, sodass zukünftige Abenteurer von Ihnen profitieren können. Also das ist richtig gut. Zukünftig heißt, wenn einer nach uns hier runterkommt, der kann sich auch hier ein ganz kleines bisschen besser zurechtfinden. Überlebenscheckliste bitte in eine sichere Umgebung zurückziehen, also ins Wasser. Erste Hilfe leisten, falls erforderlich, brauchen wir nicht, wir sind sowieso alleine. Notfallausrüstung bergen, falls vorhanden, sollten wir tun, das machen wir gerade eben. Umgebung nach Bedrohung und Rohstoffen absuchen. Ganz, ganz wichtig, meine Lieben, wir brauchen unbedingt ganz viele Rohstoffe. Eine sichere Unterkunft finden oder konstruieren, selbstverständlich, das ist ein Survival, so ein Survival-Aufbauspiel, wo wir auch unsere eigene Basis bauen dürfen. Benötigte Überlebensausrüstung mit Hilfe des Fabrikators der Unterkunft herstellen. Haben wir noch nicht. Wir wissen auch noch nicht, wo es den Fabrikator gibt. Wir haben den schon in einer der letzten Folgen gebastelt. Ich kann mich aber nur mal daran erinnern, wo es den, glaube ich, gab. Andere Überlebende in Sichtweite oder mit Hilfe des Kommunikators suchen. Körperliche und geistige Gesundheit bis zur Rettung aufrechterhalten. Das ist der Sinn des Überlebens. Jetzt gehen wir mal hier oben rein. Jetzt haben wir mal hier, ne, zwei neue im Inventar. Einmal das gefilterte Wasser und einmal die sogenannte Leuchtfackel. Die werde ich jetzt hier mal nett anwenden. Das Wasser haben wir gerade eben getrunken. Hier haben wir jetzt die Baupläne. Die ersten drei neuen Baupläne sind drin. Das ist die sogenannten drei verschiedenen Taschen. Die können wir zusätzlich bei uns mitnehmen. Und zwar können wir die in einer dieser Slots hier mit beifügen. Ist alles kein Problem. Und hier haben wir noch den sogenannten Signalmanager. Der Signalmanager sind für jedwede Signale unter Wasser oder über Wasser ist der zuständig. Und zwar können wir den egal wann anwenden, mit verschiedenen Farben ausstatten und so weiter. Und wir können sogar diese kleinen Kapseln, die wir dann selber bauen, können wir dann hier auch benennen, so wie wir das gerne möchten. So, und das war's dann. Hier haben wir die Landekapsel, bla bla bla. Hier ist das Plus drauf. Und dann schauen wir mal, was es hier noch gibt. Guck mal, hier haben wir einen Nährstoffblock. Nehmen wir mit. Hier, Leuchtfackel. 1, 2. Was haben wir noch? Hier regnet es runter. Hier knallt es, hier tut es, hier macht's. Okay, hier ist nichts da. Ja, nicht, ich weiß schon, wir gehen langsam ein. Ich will nur noch gucken, dass ich hier ja nichts vergesse. Guck mal, was es hier noch gibt. Hier gibt es noch Wasser. Hier gibt es noch Leuchtfackeln. Ganz, ganz wichtig. Hier gibt es noch eine Ernährungsbox oder so eine Essensbox. Hier gibt es leider nichts mehr. Wir gucken dann nochmal davor. Aber wir müssen jetzt erstmal in die Höhle rein. Und das habe ich euch gesagt. Guckt mal die Pflanzen an. Die gönnen uns etwas Wärme. Schaut mal, wir haben wieder 100%. Das heißt, wir können jetzt weitersuchen. So, das Ding hat es ja nicht geschafft. Das hat es ja wirklich nicht überlebt, das Ding.
So, gucken wir mal da drüben. Also so wie wir jetzt sehen, sehen wir leider nichts. Sehr, sehr schade. Aber wir müssen echt aufpassen, dass wir hier von diesen Meteoriten nicht getroffen werden. Ne? Also die sind echt sehr knapp hier. Hier ist nichts. Ah, das sieht wunderschön aus. Ne? Wunderschön. Wenn es ein bisschen wärmer wäre, diese Umgebung, würde ich sagen. Oh. Alles klar. Wenn es ein bisschen wärmer wäre, würde ich sogar sagen, nehmen wir die gleich als kleine Location zum Bauen. Weil das ist ja super. Holy smokes. Nein. That did not go as planned. Richtig, wir sollten... We should find a way into the water and get to the drop pod. Genau, wir sollten den Weg unbedingt ins Wasser suchen und auch unbedingt zur Landekapsel. Das ist ganz, ganz wichtig. Nur die Landekapsel garantiert uns erstmal auch Sicherheit. Das ist wichtig. Na, jetzt haben wir ein ganz kleines bisschen gefunden. Schaut mal, wir haben die sogenannten Nährstoffblöcke gefunden. Auch gefiltertes Wasser, sehr, sehr viele Leuchtfackeln, eine Wegwerfleuchte, nützlich zur Ablenkung von Raubtieren als Beispiel. Es werden jetzt am Anfang dieses Spieles noch nicht gleich ganz, ganz viele Raubtiere kommen. Aber ich sag mal, es ist gut zu wissen, dass diese Leuchtfackeln dafür da sind, Raubtiere abzulenken, ne? Weil die halt sehr hell leuchten. So, und das hier ist der Punkt, das ist, sagen wir mal, ist der Punkt 0. Der Punkt 0, sagen wir mal, guck mal, also der ist hier bei diesem, ja, bei diesem Gletscher, bei diesem großen, und hier unten ist die Landekapsel runtergegangen, ne? Ganz, ganz wichtig. Behaltet gleich auch bitte dieses Biom hier im Auge, das wird auch nochmal wichtig werden in den nächsten, ja, gleich in den nächsten angrenzenden Folgen. Hier runterfallen ist kein Problem, also relativ geringer Höhe runterfallen ist alles gut, ne? Kein Problem. Aber wie gesagt, etwas weiter hoch, das macht es schon zu einem Problem. So, und jetzt kommen wir mal zum nächsten. Guck mal, na, hier können wir schon ein bisschen was einsammeln. Ich sag mal so, wie es ist, selbst auf dem Weg zur Landekapsel würde ich trotzdem vorschlagen, wenn ihr ein paar solche, wie soll ich das sagen, wenn ihr ein paar solche Vorkommen habt, ne? Oder irgendwas, anders, dann nehmt das auf jeden Fall mit. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das hier ist noch ein relativ flaches Biom. Hier passiert euch auch noch nichts. Das ist relativ sicher. Diese ganzen Blasenfische hier zum Beispiel. Oxygen. Die sind zum Beispiel dafür da, dass ihr einfach nur, dass ihr hier einfach nur etwas Wasser generiert. Zeige ich euch aber dann gleich. Und jetzt könnt ihr zum Beispiel hier runterschwimmen und dann seht ihr hier an verschiedenen, guckt mal, ne, hier an verschiedenen, an diesen verschiedenen Spalten gibt es dann sehr, sehr viele Dinge einfach so einzusammeln, muss man ganz ehrlich so sagen. Ne, das ist leider nichts, alles gut. So, und dann könnten wir schon mal so ein ganz kleines bisschen die Umgebung erkunden. Ich würde jetzt aber erstmal drauf zusteuern, Richtung Landekapsel mal zu schwimmen. Denkt dran, der Sauerstoff ganz am Anfang ist richtig derbe begrenzt. Er ist echt derbe begrenzt. Deshalb passt bitte auf. Oxygen. Na, muss ich auch machen. Im Ironman-Modus ist es halt tatsächlich so, dass wir halt nichts angezeigt bekommen, dass der Sauerstoff zur Neige geht. Ne? Das darf man nicht vergessen. Okay, hier geht schon das andere Biom los mit diesen wunderschönen Armen und dieser ganz tollen Beleuchtung. Da vorne ist unsere Landekapsel. Die ist damals so ein bisschen runtergegangen. Und dann schauen wir uns zumindest mal an, wo das Teil liegt. Hier unten haben wir doch schon die ersten paar Teile, die wir dann mitnehmen dürfen. Beziehungsweise müssten wir die erstmal scannen. So, dann nehmen wir das mal mit. Hier gibt es leider... Boah, wunderschön, ne? Kann man nichts anderes dazu sagen? Oxygen. Ja, ja, alles gut. Wir schwimmen schon an die Oberfläche, kein Thema. So, und dann warten wir kurz ab. Und dann würde ich sagen, hauen wir uns wieder ins Wasser rein. Ja. Und dann schauen wir uns mal ganz gemütlich um. Also, der erste Weg führt unweigerlich zur Landekapsel. Das ist hier das Teil. Das ist hier erstmal unsere Basis. Die sogenannte Drop, der sogenannte Drop-Pod. Jetzt gucken. I want to offer my sincerest condolences on the passing of your sister. I got to know Sam better towards the end of my mandate with Alteron 4546B, when we were thrown together as basemates at Outpost Zero. She spoke often and fondly of you. I thought you should know, it didn't sit right with me when Altera blamed Sam's death on negligence. The Samantha Ayu I met was many things. Kind, clever,
devoted to her work, but never negligent. I wish I could offer you something more substantial, but my access to information has been cut off. You may be in a better position to look into things than I am. If you're able to, Delta Station was our HQ. Alles klar. They were in a big hurry to leave, and there might still be information to be found there. It has a big radio tower, impossible to miss. I hope you find the answers you seek. Lillian Bench. Alles klar. Well, Sam, I guess I might as well gather some tools and resources before starting my search. Hope that radio tower is as easy to spot as Lil said. Also, wir haben jetzt die Information gekriegt. Wir haben jetzt hier die Information gekriegt, eine Nachricht von Sam und so weiter und so fort. Also das können wir uns dann alles ganz gerne mal durchlesen. Wir haben jetzt hier die Information gekriegt, dass wir hier schon nach unserer Schwester suchen sollen oder suchen dürfen. Und als erstes sollen wir den sogenannten Antennenmast ansteuern. Der Antennenmast, das haben wir ja schon gesehen, ist gar nicht so einfach zu finden, beziehungsweise der Antennenmast, der ist erstmal deaktiviert. Für diesen Antennenmast brauchen wir speziellen Stuff, den wir dann sammeln müssen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich sag mal, darüber hinaus müssen wir dann uns erstmal ganz am Anfang hier schon so ein kleines bisschen aufbauen. Wir müssen Rohstoffe suchen und so weiter, weil sonst kommen wir hier dann einfach nicht vorwärts. Ich sag mal, ne, hier steht, ne, Sam, Robin, weißt du was? Ich habe den Job, ich gehe zu Planeten 4546b. Das ist der Planet, wo wir hier rausgekommen sind. Hier oben zum Beispiel könnt ihr diese ganzen Nachrichten auch nochmal abspielen. Hierzu, ich kenne deine Meinung über Altera, aber ich hoffe nur, dass du glücklich bist, weil deine Schwester glücklich ist. Ich hoffe wirklich, dass meine Schwester glücklich ist. Also alles, was sie gerne möchte, ist einfach nur, dass ihre Schwester glücklich ist. Familie halt, ne? So muss es sein. Ich kann es kaum erwarten, bis wir uns wieder unterhalten können. Oh, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Kannst du auf Klaus aufpassen, solange ich weg bin? Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann und der sich um meinen kleinen Lieblingsklops kümmert. Oh Mann, Klops, hör zu, ich habe es versucht, aber dieser Name passt einfach nicht. Er ist mein kleiner Klaustrophobe. Die proteinhaltigen Frikadellen-Spitznamen überlasse, ich dir. Wie auch immer, solltest du ja sagen, vielen Dank, kleine Schwester, hab dich lieb. Das ist wirklich süß geschrieben. Hier oben seht ihr dann mal die Robin. Und ich sag mal, also Robin, bitte komm, weißt du noch, wie wir die altertümlichen Weltraumforscherinnen gespielt haben? Hier ist es so ähnlich. Nur ist es noch schwieriger zu kommunizieren. Ne? Also lass mal sehen, ich habe deine letzte Nachricht bekommen. Terror ist nicht dabei, mich zu allterrorisieren, so wie du es immer darstellst. Hier läuft es gut, mein Projekt hat sogar einen neuen Namen. Auf Wiedersehen, Amphibien-Vogelroboter. Hallo, Speerpinguin. Wir trainieren die Bots so, dass sie die Tiere nachahmen. Schau dir mal das Foto an. Übrigens, das ist ganz wichtig zu wissen, diese Speerpinguine können wir auch später bauen. Ja, es ist tatsächlich so. Außerdem treffe ich mich mit jemandem. Ich weiß, es sieht mir gar nicht ähnlich, mich zu aufreden, schon gar nicht auf einem unbebauten Wasserplaneten. Aber, ach, weißt du was, vergiss das einfach wieder. Ja, es ist bestimmt nichts Ernsthaftes. Aber egal, es tut mir leid zu hören, dass Xenoworks finanzielle Probleme bekommen konnten. Hört sich aber so an, als würden sie dir noch immer genug Xeno-Arbeit geben. Na, ich weiß, das ist keine Garantie dafür, dass ein Startup, das noch fremder Intelligenz sucht, Erfolg haben wird. Aber du hast so viel da reingesteckt, ich hoffe, dass sie sich über Wasser halten können. Also das ist, ja, wie soll ich denn das sagen? Das sind halt ganz normale Gespräche, was hier hin und her führt. Hallo Robin, ich habe das Bild von Klaus gesehen. Vielen Dank, dass du dich um ihn kümmerst, auch wenn er ein launischer Klopp ist. Hey, so passt der Spitzname tatsächlich ein launischer Klops. Ich weiß, dass er anstrengend sein kann, aber ich weiß es wirklich zu schätzen. Das freut mich sehr. Ich mache mir etwas Sorgen um ein anderes Baby, die Mission. Eines meiner Pinguine hat etwas gefunden, etwas Großes. Aber Altera tut nur so, als gäbe es hier nichts zu sehen. Ganz ehrlich, ich bin irgendwie froh, dass du nicht antworten kannst, damit du weißt schon, es mir unter die Nase reibst. Also sie hat irgendwas gefunden, ne, im Laufe ihres Werkens hier. Und ich habe gehört, dass Xenoworks aufgekauft wird. Tut mir leid, aber wenigstens hast du noch deinen Job, oder? Ja, das kann alles sein. Ne? Ich habe dich lieb, Kopf hoch, behalte die außerirdischen Prämie im Blick. Es tut mir leid, dass meine letzte Nachricht so scheußlich war. Ich stehe unter jede Menge Stress. Oh, jetzt sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Ich habe auf dem Wasserplaneten definitiv keine Liebhaberin. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Habe ich dir erzählt, wie kalt es hier ist? Ein Beispiel. Ich bekomme meine Haare beim Styling nicht mehr trocken, weil der Wind die Lockencreme in meinen Haaren gefrieren lässt. Also absoluter Wahnsinn, oder?
Egal, du bist sicher noch sauer auf mich. Ja, nach dem, was ich gesagt habe. Ja, das sind halt so Gespräche unter Geschwistern, das ist halt nun mal so, ne? Hey Robin, ich muss es einfach jemandem erzählen. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl, dass etwas ganz Schlimmes passieren wird. Und damit, ne, hören die Nachrichten von Sam auf. Oder die Nachrichten, ja, die Nachrichten von Sam. Und das ist ja die Robin hier. Du hattest absolut recht, was der Terror angeht. Du hattest recht, ich nicht. Und die Katze sollte besser Klops heißen. Ich gebe es ja zu. Tut mir leid, war ein schlechter Witz. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich denke mal, ich sollte an diesem Punkt einfach damit rausrücken. Ich habe ja sowieso schon so viel erzählt. Wir haben einen eingefrorenen Leviathan gefunden, der mit K infiziert ist. Das ist diese ganz, ganz böse Krankheit, ne? Altera denkt, damit ließe sich arbeiten für Waffen, experimentelle Heilbehandlung, alles Mögliche. Aber die Kehrseite ist hässlich, gefährlich und natürlich profitabel. Was, wenn der Erreger freigesetzt wird, wenn wir daran herumhantieren? Oder noch schlimmer, was, wenn er als Biowaffe in den falschen Händen landet? Also es ist im Prinzip so wie eine Seuche. Na, gemeint, dass wenn die als Biowaffe eingesetzt wird, in anderen Zonen, in anderen Planeten oder so, nicht auszudenken, was da passieren würde. Hoffentlich übertreibe ich nur, auch wenn ich mir das nicht vorstellen kann. Wie dem auch sei, melde dich bitte bei mir. Ich bitte dich. Du könntest jetzt wirklich eine Freundin gebrauchen. Du bist meine Schwester. Ich hab dich lieb. Und hier kommt die Todesanzeige. Das Schlimmste vom Schlimmen ist eingetreten, sehr geehrte Frau Ayo, im Namen von Zeta, Leiterin der Robotikabteilung und Intracomic-Direktorin, bedauere ich Sie über den Tod von Sam in Kenntnis setzen zu müssen. Bedauerlicherweise starb sie auf dem Planeten an den Folgen eines Unfalls, der auf ihre eigene Fahrlässigkeit zurückzuführen war. Bitte gestatten Sie mir, Ihnen das tiefste Beileid und den Verlust auszusprechen. Da weitere der Details derzeit nicht verfügbar sind, die reden sich da um Kopf und Kragen. So richtig weiß keiner, wie das passiert ist, beziehungsweise so richtig weiß keiner, warum sie hier zu Tode gekommen ist. Wir sind auf jeden Fall hier, um das rauszufinden. Sollten Sie Fragen haben, reichen Sie bitte bla 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 bla. Na, tut mir leid wegen Ihrer Schwester und ne, ich möchte Ihnen mein aufrichtiges Beileid aussprechen. Das ist die Dame, die wir erst vor uns gesprochen haben. Und damit hat man das erstmal durch, dieses ganze Prozedere hier. Und Robin, das ist hier diese Aufzeichnung, mit dem wir gerade eben gesprochen haben. Weißt du, ich schätze, ich könnte genauso einige Werkzeuge sammeln, bevor ich mit der Suche beginne. Hier ist die Landekapsel. Meine Güte, das liegt nicht nach. Ja, alles gut. So, dann haben wir hier schon die freigeschalteten Baupläne. Schaut es euch mal bitte an, was wir bis jetzt alles so bauen dürfen. Also wir können schon über das Fasergewebe bis zum Silikongummi, Kupferdrähte, Batterien, Computerchips, alles so ein bisschen was herstellen. Das sind gerade der sogenannte Standard-Stuff. Und ganz, ganz wichtig jetzt am Anfang, den Scanner. Der Scanner ist wirklich überlebenswichtig. Mit dem können wir erstmal sehr, sehr viele Dinge einfach nur beleuchten von einer Seite. Und dann können wir den, wie gesagt, nicht nur beleuchten, sondern auch abscannen. Das gestattet uns wieder neue Baupläne. Das gestattet uns wieder einzigartige Dinge bei uns in dem Bauplanregister selber aufzunehmen, damit wir das selber bauen können. Dann gibt es die Taschenlampe, das Feldmesser, den Schwimmkörper und auch die Leuchtefackel. Leuchtefackel, wissen wir, was damit gemeint ist? Der Blasenfisch und Silikongummi brauchen wir für den Schwimmkörper. Der ist noch ein bisschen wichtiger als alles andere. Der gönnt uns noch ein ganz kleines bisschen Sauerstoff. Oder mit dem können wir uns ganz schnell nach oben bewegen. Also alles beides super Funktionen. Hier hat man das Feldmesser, bräuchte man nur Silikongummi dazu. Ne? Hier hat man eine Taschenlampe aus Batterie und einem Stück Glas. Und wie gesagt, der Scanner ebenso Batterie und Titan. Hier haben wir dann eine wasserdichte Kiste, ein kleiner Behälter, der seine Position im Wasser beibehält. Ist richtig gut für uns, weil ich sag mal zum Thema wasserdichte Kiste, gibt es nur eins zu sagen: Die Kisten sind schnell hergestellt, haben nicht so viel Stuff, also nicht so viele Plätze inne. Aber ich sag mal, von den Anfang sind die richtig, richtig gut. Medikit, wirst du Bescheid, Schwimmflossen. Standard-Tauchflasche und ganz am Anfang auch ganz, ganz wichtig zu basteln, den Kompass, damit wir uns hier ein kleines bisschen orientieren können. Das war es erst einmal hier. Wir gehen mal noch rein ins Inventar. Da kann ich euch auch so ein bisschen was zeigen. Wir haben jetzt Kupfererz, haben wir ein bisschen was gefarmt. Titan, wir haben die ersten Fische, na, so wie ihr das seht. Und wir haben ja noch gefiltertes Wasser und den Nährstoffblock. Alle Dinge sind wichtig. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich noch irgendwas. Ich hoffe mal, die To-Do-Liste, alles gut. Was gibt es noch zu sagen? Wir werden jetzt anfangen, hier ein ganz kleines bisschen farmen zu gehen. Das machen wir heute auf jeden Fall noch. Hier haben wir dann die sogenannte Vorratskiste bei uns in der Base. Wir brauchen jetzt erstmal für den weiteren Fortbestand erstmal zu uns. Wir brauchen erstmal ein bisschen was zu trinken und ein bisschen was zu essen. Ihr wisst ja, Survival-Aufbau-Game heißt, wir müssen uns auch um uns selber kümmern. Das heißt, Elektronik, guckt mal, ne, da können wir schon eine Kupferdraht herstellen oder für die
Grundmaterialien könnte man Glas, Fasergewebe, Silikongummi. Und hier gibt es dann Essen, Trinken und auch Pökeln. Also wir können auch pökeln. Wir können unsere Nahrung einpökeln. Es gibt für uns folgende Vorteile. Die wird nicht mehr kaputt, die wird nicht mehr schlecht, die Nahrung. Das Problem ist, man muss sehr, sehr viel trinken, nachdem man sowas gegessen hat. Hier gibt es dann von einem Blasenfisch gefiltertes Wasser. Na, das sind so kleine Wasserflaschen, die können wir uns gut und gerne mal zurechtbauen. Das ist kein Problem, bei Wasser verlieren wir jetzt sehr, sehr schnell. Und hier können wir ein bisschen was kochen. Hier können wir dann sehr viele persönliche Dinge basteln. Ne? Ihr seht's. Und hier unten gibt es dann nicht die Geräte. Da hätten wir dann als Beispiel hier die wasserdichte Kiste. Da nehmen wir schon mal eine raus, weil die ist schon mal wirklich überlebenswichtig. Hier hätten wir dann den Vorrat, den können wir dann hier, damit wir das alles ein bisschen frei machen, legen wir dann hier rein. Die Leuchtefackeln brauchen wir erstmal auch nicht. Ein bisschen Wasser könnten wir uns mitnehmen, vielleicht noch einen Nährstoffblock. So, und dann wäre das erstmal gut. So, und dann werden wir erstmal, meine Lieben, hier oben auf der Kapsel, schaut mal hier oben direkt drauf. Dann werden wir mal die Kiste auslegen. So hier. Dann hauen wir die einfach hier rein. Guck mal, ne, die bleibt dann einfach da liegen. Da können wir hier reingehen, Vorrat ansehen. Es ist halt nicht viel, aber immerhin, muss man sagen. So, na, das seht ihr, Wasserkiste. Wir können die, wenn die leer ist, können wir die einpacken und so weiter und so fort. Und jetzt gehen wir mal los. Und jetzt schauen wir mal. So, das ist ein sogenannter Bumerang. Schaut es euch mal an. Ne? So sieht das Teil aus. Bumerang, ein kleiner, essbarer Beutefisch. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die in diesen ganzen Aufzeichnungen, ob das alles wiedergegeben wird. Ich glaube es zumindest mal nicht. Überleben, Technik. Nee, das müssen wir alles scannen. Wir müssen das alles scannen. Um das kennenzulernen, müssen wir es tatsächlich alles scannen. So, und dann schwimmen wir noch ein bisschen weiter rum. Keine Angst, die Fische erkennen uns dann früher oder später und dann schwimmt die eh vor uns davon. Also macht euch keine Gedanken. Das ist dann leider so. Oh, das war ein bisschen Quarz. Das ist richtig gut. Ja, Titan nehmen wir auch sehr, sehr gerne mit. Und hier kommen wir dann schon an den ersten Pflanzen vorbei. Schaut mal. Das ist das sogenannte. Richtig. Das ist das sogenannte Geißelkörbchen. Das Ding sieht so aus. Hier kann man dann, ja, das ist egal. Wichtig, wir brauchen gleich mal ein bisschen was zu essen. Ein paar Geißelkörbchen nehmen wir uns sehr, sehr gerne erstmal mit von Anfang. Und jetzt müssen wir echt wieder zusehen, dass wir wieder an die Oberfläche kommen. Das heißt, oberste Priorität, würde ich sagen, sind drei Dinge. Oxygen. Als erstes eine größere Sauerstoffflasche. Als zweites den Scanner. Und als drittes, ja gut, eine Kiste haben wir uns schon gebaut. Da könnt ihr euch selber, seid da einfach frei. Und je nach Bedarf, ich würde dann sehr, sehr gerne zum Beispiel die Taschenlampe würde ich dann gerne bauen. Dafür bräuchte man dann zum Beispiel Batterien. Oder halt auch andere Dinge, die schon freigeschaltet sind. So, das haben wir gerade. Das war die Höhle hier, wo wir drin waren. Und wie gesagt, ganz wichtig, meine Lieben, schaut bitte, dass ihr so viele wie mögliche Erze abbekommt. Einfach ein paar Erze abfarmen. Das ist jetzt ein bisschen Formelei ganz am Anfang, weil man ja, ne, man weiß ja, dass es ein bisschen Gefarme ist. Gerade hier die Blasenfische. Wir könnten selbst die Blasenfische, also ein oder zwei von den Blasenfischen, die wir jetzt schon haben, könnten wir direkt als Nahrung gleich zu uns nehmen. Die müssen wir dann einfach nochmal schnell kochen. Diese Titan würde ich sehr gerne mitnehmen. Na, da hauen wir auch gleich ein bisschen was raus. Denkt dran, nur noch 21 Sekunden. Übrigens, die Zahl hier auf der linken Seite, hier unten, das sind einfach nur Sekunden. Das heißt, wir dürfen jetzt maximal 45 Sekunden unter Wasser bleiben. Das sind nicht nur Sekunden, sondern wie gesagt, das ist halt der maximale Bestand, den wir hier gerade haben. Ne? Mehr geht jetzt nicht. Und wichtig ist jetzt für uns, die größere Sauerstoffflasche zu bauen. Deshalb, ich befinde mich gerade hier so einfach nur im Umkreis. Ich mache da nicht so weit rum, sondern hoch, Sauerstoff holen, runterschwimmen. Bitte gerade nochmal Ausschau halten nach diesen Ablagerungen hier, nach diesen Aufschlüssen. Ja, dann könnt ihr das so ein bisschen mitnehmen. Und dann fahren wir erstmal so ein kleines bisschen. Das ist halt einfach mal so. Wie gesagt, wir holen jetzt erstmal so ein kleines bisschen Material. Guck mal, was hier alles so schönes rumliegt. Na, das ist nichts, aber hier oben liegt ein bisschen was rum.
Titan ist wichtig. Kupfer am Anfang nicht ganz so, aber ich würde dann eher auf Titan gehen. Aber ich nehme alles sehr, sehr gerne mit. Oh, jetzt schwimmt sie hier unten rum. Oxygen. Ja, ich merke es schon. Oxygen. Also es ist halt dann so eine Sache, ne? Also, da ist es. So, wie sieht es denn aus? Ja, wir können noch ein bisschen rumschwimmen. Wir können noch ein ganz kleines bisschen farmen. Das ist auch gar nicht so schlecht, dass wir hier so ein schönes, großes Inventar haben. Wie gesagt, wir können es nochmal erweitern mit unseren Taschen. Das gönnt uns nochmal ein ganz kleines bisschen mehr Stuff. Dann können wir uns noch ein ganz kleines bisschen mehr bewegen. Wir können noch ein bisschen mehr einsammeln. Aber um uns erstmal wirklich richtig frei hier zu bewegen, bräuchten wir erstmal ganz klar eine viel, viel bessere Sauerstoffflasche. Ne, guckt euch mal das an. Das sind hier die Pinguine. Ist das geil oder ist das geil? Das ist so süß. Es ist so süß. Aber. Ja, ich leg's doch schon wieder hin. Entschuldige bitte. Calorie intake recommended. Ja, wir müssen unbedingt was essen. Alles gut, kein Problem. Wir schauen, wo das Teil ist. Guckt mal, wie weit wir schon wieder von unserem Pott weggeschwommen sind. Es ist unglaublich, wie schnell das geht. Und in der Nacht, habe ich schon festgestellt, sind diese kleinen niedlichen Fische oder diese wunderschönen, nennen wir diesen wunderschönen Farben, die sind hier einfach, die sind hier einfach nicht so schnell, die sind nicht so wendig. Ich sag's mal so, wie es ist. Ich glaube, die schlafen so ein kleines bisschen. Ne? Also ihr könnt in der Nacht könnt ihr hier rausschwimmen und könnt hier noch ein ganz kleines bisschen farmen, wenn ihr da Bock habt. So, jetzt sind wir aber gleich. Oxygen. Ja, ja, alles gut. Jetzt schwimmen wir noch einmal runter. Ich habe da unten noch einen kleinen Einschluss gesehen hier auf der Seite. So. Und dann schauen wir mal. Wo ist ein Kollege? Hier. Fragment eines Seegleiters. Ach ja, das war das Gerät, was wir am Anfang bauen dürfen. Jetzt kümmern wir uns aber mal wirklich, wenn wir es schon können. Mineralien in Hülle und Fülle. Schaut mal, ne? Tagebucheintrag freigeschaltet. But luckily, this biome seems to have an abundance of minerals I can use for tools and upgrades. I didn't want another situation like Byzantos 5. When Xenoworks dropped me off, there were barely any resources. I survived off the land for 3 months with just a knife, my lucky PDA, and some rope. I am still kind of proud of that, though. Ja. Also, ich hatte wenig Lust, dass es wieder so wird wie auf Byzantos 5. Als mich Xenoworks das abgesetzt hat, gab es kaum Rohstoffe. Ich musste mich 3 Monate lang mit nichts weiter als einem Messer, meinem Glücks-PDA und ein bisschen Zeit durchschlagen. Naja, daraufhin bin ich immer noch ziemlich stolz. Das stimmt, aber hier werdet ihr auf jeden Fall feststellen, dass wir hier deutlich, deutlich mehr Materialien zur Verfügung haben. Das ist schon mal Fakt. Wir gucken gleich mal rein in den Fabrikator. Guckt mal, da dürfen wir sogar schon basteln. Wir können auch etwas Elektronik bauen. Wir müssen uns jetzt nur mal drauf einigen, was wir an Geräte herstellen. Wir gehen erstmal in die Nahrung rein. Und zwar holen wir uns erstmal den gekochten Bumerang. Ja, das klingt echt schlimm, aber glaubt mir, das ist gar nicht so schlimm, wie es ist. Außer ihr seid ja so Veganer oder Vegetarier. Dann könnt ihr das auch in dem Spiel anwählen und dann müsst ihr euch halt nur von Pflanzen ernähren. Ne? Also die Pflanze hier zum Beispiel, die ist nichts zum Essen. Ne? Hier, also jetzt habt ihr hier das sogenannte Haltbarkeit, guckt mal. Ne? Und wenn je mehr die runtergehen, desto weniger nahrhaft ist diese Mahlzeit. Ihr seht, ganz am Anfang habt ihr ja 21 Punkte Nahrung und 3 Punkte Wasser. Das heißt, wir essen hier ganz gemütlich erstmal den. Schaut mal, wie sich das auffüllt. Und hier ebenso. Ne? Also das geht echt schnell. Und wir können hier noch mehr machen. Ich würde dann sagen, die Blasenfische nehmen wir wirklich nur dazu, um uns Getränke herzustellen. Die Getränke wären nicht schlecht. Die gehen nie kaputt. Das ist alles kein Thema. Ah, das ist kein Thema. So, und wir können uns noch, ja, ein oder zwei kleine Fische können wir uns noch kochen. Ich meine, Fische sind immer gut, ne? Enthält 4 Omega-3. So, und dann war es das schon mit Herstellen. Hier zum Beispiel haben wir jetzt auch neue Möglichkeiten mit etwas Salz und dem Fisch. Können wir dann zum Beispiel zäh, aber wohl schmecken, macht durstig, aber ist dafür, ne, ist man deutlich länger satt. Jetzt hauen wir uns mal das noch rein. Sehr gut. Noch eine Flasche gefiltertes Wasser.
bringt 25 Punkte Wasser, gefiltert mit Hilfe einer organischen Membran, nicht vegetarisch. wissen wir Bescheid. So, wie viel Titan haben wir in der Zwischenzeit gesammelt? 7 Stück. Jetzt gucken wir mal in die Baupläne rein und dann schauen wir mal, ob das schon reicht für die Standard-Tauchflasche. Wir brauchen noch ein Fasergewebe. Dafür bräuchte man die sogenannte Schlingpflanzenprobe. Für die Schlingpflanzenprobe, die kann man nicht so einfach abernten, sondern dafür braucht man das Feldmesser. Feldmesser, ein Stück Titan und einen Silikongummi. Was brauchen wir für ein Silikongummi? Schlingpflanzensamenbüsche. Das heißt, egal was ist, wir müssen jetzt rausschwimmen und müssen uns draußen erst einmal umgucken, dass wir irgendwo ein paar Schlingpflanzen finden, beziehungsweise ein paar Schlingpflanzenproben oder ein paar Schlingpflanzenbüsche. Das wäre am absolut besten. Schauen wir zumindest mal. Wie gesagt, wir können uns noch kein Messer herstellen. Ohne Silikongummi, beziehungsweise ohne diesen Samenbüschel, kriegen wir das einfach nicht hin. Also werden wir jetzt Folgendes machen. Wir werden hier einfach unseren Stuff so ein bisschen ausräumen. Ganz einfach. So viel wie es geht hier in die Vorräte rein, schaut mal. Und dann werden wir einfach rausschwimmen und werden uns hier mal gucken, wo diese Pflanzen sind. Oh, schaut mal bitte an. Blutrot. Einfach nur sensationell, ne? So, dann gucken wir mal. Und jetzt drehen wir uns einfach mal um und schwimmen mal hier mal Richtung. Schwimmen hier einfach mal so Richtung der großen Eisscholle, ne? Ich weiß nicht genau, welche Richtung das ist. Ich kann es euch beim besten Willen nicht sagen. Orientiert euch einfach, ihr schwimmt aus eurem, ja, aus eurer sicheren Unterkunft raus und wendet euch im Prinzip bei der Tür direkt nach vorn auf diese Eisscholle zu. Dann schwimmt ihr bitte einfach los. Einfach los schwimmen. Oxygen. Denkt dran, Sauerstoff holen, ganz wichtig, vergesse ich auch immer. So, und dann wieder rein in die Bottle. Und dann habt ihr hier schon, guck mal, dann habt ihr hier schon die ersten kleinen Schlingpflanzen. Das ist unglaublich, wie schnell das geht. Das Problem ist, dass ihr nichts abernten könnt. Ihr könnt aber hier Folgendes machen. Schaut mal bitte. Das hier, wenn ihr Glück habt, könnt ihr das schon einsammeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Schlingpflanzenbüsche sind diese Teile hier. Guckt mal. Und dann können wir mal gucken auf Bauplänen. Dann haben wir hier den sogenannten Schmierstoff. Das heißt, sobald wir neue Teile abernten, in unseren Besitz bringen und so weiter und so fort, haben wir auch eine ganz, ganz große Chance, dass wir auch neue Baupläne lernen. Wir haben hier zum Beispiel den Schmierstoff gelernt und wir könnten jetzt ganz entspannt den Silikongummi herstellen. Silikongummi, Feldmesser, passt. Also, Nummer 1 hätten wir dann schon erledigt. Die Nummer 2, wie gesagt, Fasergewebe und Titan. Können wir noch nicht machen. Wir brauchen erst ganz, ganz wichtig das Messer. Also, einfach mal hochschwimmen. Ah, da ist es. Was war denn das gerade für ein großes Geräusch? Ja, ihr merkt schon, ne? Also es ist, ich sag mal, hier ist schon sehr, sehr viel los. Hier gibt es schon kleinere oder größere Tiere, die hier rumschwimmen. Na, es ist hier. Hier war dann schon was geboten. Hier gibt es dann wieder diese Steineinschlüsse. Gerne alles mitnehmen. Wirklich gerne alles mitnehmen. Das werden wir dann eh gleich verarbeiten. Aber sobald ihr hier irgendwas entdeckt, mein Lieben, nehmt es wirklich mit. Gerade Titan oder gerade das Wichtige ganz am Anfang. Blei, ja, kann man alles mitnehmen. Oxygen. So. Dann wären wir da. Ja, dann machen wir die erste Folge heute gleich ein bisschen länger. Na, wie gesagt, wichtig, ankommen. Ich habe euch die ersten kleinen Modifications gezeigt, die ich installiert habe, gerade mit diesen Taschen. Ja, dann die ersten Fische zubereitet, gerade ein bisschen mehr zu trinken, ein bisschen mehr zu essen und so weiter und so fort. Und guckt mal, wie tief das hier dann mittlerweile geht. Also das ist schon sehr, sehr, das sieht auch so wunderschön aus. Das ist unglaublich. So, und dann schnell mal hoch. Dann schwimmen wir schnell mal zurück. Oxygen. England, wir müssen uns wirklich beeilen. Also wenn wir 6 Sekunden nicht an der Oberfläche sind, dann wird uns schwarz vor Augen. Und wir fallen einfach nur um. Na, denkt bitte dran. So. Ich denke, wir sollten jetzt alles haben. So, herzlichen Dank. Na, und dann gehen wir mal in die Grundmaterialien rein. Wie gesagt, Silikongummi am Start und so weiter. Dann gehen wir mal in den Silikongummi. Den gönnen wir uns jetzt auch mal.
Und dann geben wir persönliches Werkzeuge und schon hätten wir hier das Feldmesser. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass wir das zusammenbauen. Nur mit dem Feldmesser können wir jetzt erstmal diese Schlingpflanzen abbauen. Na, so viel steht schon mal fest. So, Vorräte. Ja, das können wir wegpacken, das auch. Ja, mittlerweile haben wir auch ein kleines bisschen Blei, haben wir ein kleines bisschen geerntet. Sehr, sehr viel Kupfer. Und auch hier nicht ne, die Schlingpflanzen-Samenbüsche. Die können wir im Prinzip schon einnehmen. Also damit, ne, guck mal, da gibt es 10 Einheiten Wasser. Können wir uns gleich mal gönnen. Kein Problem. So, dann gehen wir mal hier in die Baupläne rein. Und dann möchten wir uns als nächstes heute noch das... Die Sauerstoff, also die Standard-Tauchflasche, möchten wir sehr, sehr gerne herstellen und eventuell noch den Kompass. Kompass gibt es zwei wichtige Teile, die wir hier brauchen, und zwar den Kabelsatz und den Kupferdraht. Also schauen wir uns mal rein. Kabelsatz brauchen wir 2 Silbererz. Ich glaube, Silbererz haben wir, glaube ich, noch nicht. Das könnten wir machen, aber mit Silber, wollen wir mal in den Vorrat reingucken. Ne, wir haben bis jetzt nur Quarz gefunden, ne? Ja, also dauert das noch ein Stück. Wir werden nochmal zurückschwimmen. Und wir werden uns trotzdem jetzt die Sauerstoffflasche zusammen basteln. So, also raus, los geht's. Und ich denke mal, die Sauerstoffflasche, die gönnt uns dann mindestens mal etwas mehr Kapazität. Das auf jeden Fall. So, könnten wir hier schon angreifen? Könnten wir das schon... Ja! Blueprint synthesized. Dankeschön, sehr schön. Also ihr seht, was man da alles dafür braucht. Ihr schwimmt einfach rein, baut hier das Messer gerne zusammen und dann nach dem Messer schwimmt ihr wieder zurück und holt euch hier dementsprechend gleich ein paar Schlingpflanzen. Denkt dran, die Dinger sind auch groß. Also die haben 2x2 Platz in eurem Inventar. Das ist gar nicht mal so wenig, finde ich, gerade am Anfang. Oxygen. Deshalb ist es wichtig, dass ihr euch schon mindestens eine Kiste bastelt. Ne? Weil ohne die Kiste kommt ihr, dann seid ihr schnell mit eurer Kapazität wirklich am Ende. Ist unglaublich. So, dann hätten wir das. Messer, check. Sauerstoffflasche kommt sofort. Fabrikator benutzen. Gerne hier dann dieses Fasergewebe nehmen. Ja, da macht ihr aus 2 großen Pflanzen, macht ihr im Prinzip dann ein kleines Fasergewebe. Also könnt ihr schon sehr, sehr viel, ich sag's nochmal nachhaltig gesehen, sehr, sehr viel Inventarplatz einfach nur sparen. Guckt es euch an. Ne? Und wenn ihr das jetzt mal guckt, guckt mal, wie sich das wieder komprimiert hat. Im Prinzip könnt ihr das auch essen. Also klar, die Schlingpflanzenprobe ist alt, die hat keine lange Haltbarkeit. 3 Nahrung, 1 Wasser. Hauen wir uns gleich mal rein, damit es nicht gleich so flöten geht. Und jetzt, meine Lieben, gucken wir nochmal, dass wir hier uns die Sauerstoffflasche, also die Taucherflasche, bauen. Zack, 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 rein mit dem Stuff, da ist er. Und das Geile ist dran, wir haben nochmal weitere Baupläne entdeckt. Genau. Also, jetzt wisst ihr Bescheid, was wir jetzt alles können. Wir haben jetzt hier die sogenannte Standard-Tauchflasche, gönnt uns nochmal zusätzlich 30 Sekunden effektive Tauchkapazität, das heißt im Prinzip dürfen wir jetzt über 1 Minute unten ganz gemütlich rumschwimmen. Wenn ihr jetzt mal auf die Baupläne gibt, haben wir jetzt auch neue Baupläne kennengelernt, und zwar die Leitung und auch die sogenannte schwimmende Luftpumpe. Das heißt, ihr könnt eine Luftpumpe oben auf die Wasseroberfläche draufsetzen und mit Leitungen, die einfach so 2 Stücke Titan benötigen, könnt ihr euch immer weiter runterbauen, ich glaube bis zu einer Tiefe von, ich glaube 200 Meter oder so, und könnt dort immer wieder Luft holen und könnt dann wieder runterschwimmen. Also das ist kein Problem. Was ich jetzt noch empfehlen würde, nach der Standard-Tauchflasche bzw. nach dem Feldmesser, ihr seht, ne, Reparaturwerkzeug, 2 Dinge. Den Schwimmkörper, der wäre cool, und dann noch den Kompass. Aber wie gesagt, Kompass, da brauchen wir noch Silber dazu. Das ist vielleicht dann eher ein bisschen später. Ihr könnt ihr dann zum Beispiel, könnt ihr das gerne anpinnen, und zwar mit der rechten, mit der linken Maustaste oder mit der rechten, könnt ihr das gerne anpinnen, und dann seht ihr hier oben Kompass. Alles klar. Und wir gehen noch hier zum Beispiel auf den Schwimmkörper. Übrigens, wenn ihr den dann auch gebaut habt, bleibt der Bauplan hier rechts dran. Das heißt, ihr müsst wirklich gucken, dass ihr wieder reingeht in das Baupläne-Menü und das Ding abwählt. Na, ganz wichtig. Wir suchen uns nochmal einen ganz gemütlichen Blasenfisch. Und dann würde ich sagen, habt ihr das geschafft? Ich wollte gerade sagen, habt ihr dann schon einen gefunden?
Sehr schön. So, und dann bauen wir uns den Schwimmkörper. Wie gesagt, möchte ich euch auch nochmal zeigen, die Funktion dieses Schwimmkörpers. Oxygen. The air bladder provides a significant upward thrust to help you get to air faster. So, das Ding hat zwei verschiedene Funktionen. Wir gehen mal rein in die Datenbank, nehmen wir mal Technik, Ausrüstung und dann haben wir hier zum Beispiel den Handscanner. Könnt ihr euch alles ein unverzichtbares Technik-, Wissenschafts-, Überlebenswerkzeug, das lernen wir dann noch kennen. Die Luftpumpe habe ich euch gerade eben gezeigt oder erklärt, was die kann. Hier gibt es das Reparaturwerkzeug, mit dem man dann Dinge wieder reparieren kann. Hier haben wir dann den Universalschutzanzug, den wir sowieso anhaben. Hier haben wir dann die sogenannten Basisinstallationen, Fabrikator, haben wir gerade kennengelernt, können wir verschiedene neue Dinge herstellen. Konstruktionswerkzeug müssen wir uns erst suchen. Also ich weiß jetzt nicht genau, wo es das gibt. Und hier haben wir das sogenannte Solarmodul. Also das Konstruktionswerkzeug. Ich glaube, das können wir noch gar nicht basteln. Aber egal. Und dann gehen wir mal noch rein. Und jetzt haben wir hier den Schwimmkörper. Der Schwimmkörper hat nochmal zwei Funktionen, mein Lieben. Die erste Funktion ist, dass der uns ganz, ganz schnell mit dem, das ist ein Auftriebskörper, der uns an die Oberfläche bringt. Das heißt, wenn wir ganz, ganz wenig Sauerstoff haben, können wir uns mit dem in 15 Sekunden, also je nachdem, was das Ding für Kapazität hat, ne, 15 Sekunden gönnt uns das, können wir 15 Sekunden lang mit Vollgas schwimmen wir dann nach oben. Ihr könnt aber den Schwimmkörper auch für einen anderen Zweck benutzen. Und zwar, das möchte ich euch gerne zeigen, das wird öfters mal vergessen. Wir nehmen ihn einfach mal weg und verlassen die Basis. So, dann schaut mal bitte hier unten jetzt auf die Skala hinter mir. Guckt mal da, 69 Sekunden, also über 70 Sekunden wirklich feinsten Sauerstoff, beziehungsweise sehr, sehr lange Zeit, mit dem wir jetzt hier unter Wasser bleiben dürfen. Und jetzt wechseln wir mal die Tauchfläche, also wechseln wir mal den Schwimmkörper ein. Und wenn er jetzt auf F drückt, dann pustet der diesen Sauerstoff bei uns in die Sauerstoffflasche ein. Pass auf, wir drücken die Taste F. Schaut bitte auf den Sauerstoffgehalt. Habt ihr das gesehen? Das Ding ist alle, aber wir haben jetzt mehr Sauerstoff. Das sind so Dinge, die ich ja öfters mal vergesse, aber die uns bei manchen Dingen wirklich das Leben retten können. Ich sag das jetzt so einfach, das kommt nicht von ungefähr. So, dann hätten wir erstmal die ganz, ganz, ja, die wirklich wichtigen Dinge gebastelt. Meine Lieben, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerade die erste Folge mit Modifications, neuer Einstieg, ist immer was ganz Besonderes, auch für mich. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr auch in den nächsten Folgen hier wieder mit dabei seid. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Zander. Ciao, ciao.